Mario. Please come to the castle. I am here to pick you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar Super Mario 64 in HD. Wir hatten ja schon den Bossfight. Ich weiß nicht, was ich zuerst bringen werde. Sehr wahrscheinlich sogar dieses Video eventuell. Jedenfalls ist es vom selben. Und ja, ich dachte mir, ich spiele das mal auch noch. Auch wenn das schon länger rausgekommen ist jetzt. Wir wissen nicht, wie lange wir das spielen können. Oder besser gesagt, herunterladen können, weil ja, Nintendo ist ja so bezüglich diesen Nachmachungen von Super Mario 64 und so bezüglich etwas streng. Darum gibt es hier auch ein so ein interessantes Schild. Was ist das eigentlich? Egal. Man kann auch mit Controller spielen, ist mir beim letzten Ding aufgefallen. War es okay, die Linien sind mir schon länger aufgefallen, aber ja. Das Ganze ist mit einer Unreal Engine gemacht. Leider kann man Bäume hochklettern, aber dafür Wandsprung im Baum machen. Und mir ist sogar ein Fehler aufgefallen bei diesem Level. So, ich will jetzt mal ins Wasser und schauen, wie die Steuerung mit Controller ist. Okay, mit dem Controller geht's. Aber mit WASD. Spielt das mal mit dem. Lade das mal runter. Ich verlinke sie auch in der Infocard, in der Videobeschreibung. Und am Schluss könnt ihr es auch nochmal im Video hin. Versucht das mal zu spielen mit WASD. Ich kann es euch mal zeigen. So, ich drücke jetzt W, er dreht sich, dann will ich schwimmen. Also, ja, das geht überhaupt nicht. Hier ist es eigentlich einfach. Man kann einfach. Also normalerweise drückt man eben die Leertaste. Klar, gut, jetzt versteht man es auch. Ja, gut, ja, okay. Man muss eben wissen, wie. Aber mit WASD, ich habe so Probleme. Okay, die Kanone rein können wir nicht. Es gibt einen interessanten, lustigen Fehler bei dieser Map, aber ja. Versuche jetzt mal aufs Haus zu kommen, weil man kann relativ hoch springen mit ihm. So. Das finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, ob es das schon in Mario 64 gab, die zwei Türen hier. Wenn ich jetzt ein Entwickler von Mario 64 wäre, beziehungsweise für Nintendo auch arbeiten würde, und es hieße, man müsste HD-Remake machen. Dann würde ich hier oben auch zwei Räume hin. Da kann man ja hier dann noch weitere Sterne, noch weitere Level verstecken. Vielleicht sogar dieses Bild hier, dass das hier sogar ein Level ist. Man halt sich mit der Kanone irgendwie hier hochschießen muss, wenn man dann, weiß auch nicht, vielleicht 120 Sterne hat oder 150, wie es auch. Ne, 140, wie es auf der DS-Version ist. Um dann oben noch. Was? Ein Hase zu fangen, um dann Schlüssel für ein Minispiel zu bekommen. Ganz hoch kann man. Oh. Hoch kann man leider nicht. Leider ist auch der Yoshi nicht hier. Komme ich darüber? Oh, da sieht man schon den ersten Fehler. Das sind irgendwie, ja. Manchen Stellen, vor allem das hier, manchen Stellen sieht das eben nicht so gut aus. So, Fehler. Und lustig ist, unten ist alles Wasser. Ihr kennt es ja vielleicht von Super Mario 64 Hacks, dass Wasserfläche falsch verteilt ist. Ah, ich kann hier nicht durch. Ist jedenfalls lustig gemacht. Also schön gemacht vor allem. Die Ausnahme von eben so gewissen Stellen, wo da
Polygone irgendwie kaputt sind. Oder falsch gesetzt sind. Klar, das kenne ich auch. Ich kenne auch die Probleme. Dann setzt du alles schön hin und so und dann schaust du dir das ganze Spiel an und denkst so, ey, das ist ja gar nicht eben. Ja, genau, hier die Unreal Engine. Bahne. So sieht das Zeichen vor allem aus. Ich bin halt einer, der mit Unity arbeitet, aber ja, macht's, wie ihr wollt. Unreal Engine ist gut, aber ja. Eben wie gesagt, nicht Super Mario 64. Dann würde ich an verschiedenen Orten noch Sterne hier verstecken. Aber das sieht doch gar nicht aus wie Mario Odyssey. Das. Ja, aber das ist das Original. Man, hoch beim Fenster? Okay. Weiter nicht. Ja, dann könnte man hier noch irgendwie, ich weiß auch nicht, bei diesem Fenster-Level einbauen. Es gäbe so viele Möglichkeiten, Nintendo. Ja, falls ihr das mal schauen würdet. Verstehen würdet. Also, man könnte eben bei den Fenstern irgendwie noch was einbauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann ja auch einen Teil vom DS übernehmen. Der ist leider grafisch hergesehen völlig, ja, unsinnig. So. Will ich noch wissen, hier hinten, wie das hier hinten ausgesehen hat. Ey, aber ihr glaubt mir im Fall gar nicht, wie lange ich jetzt für das andere gebraucht habe, für den Bossfight. Er hat eben das Level noch gemacht für, man zum ersten Mal auf Bowser trifft. Und ey, das war sowas von, also erstens mal die Steuerung, die ist so unkorrekt. Sag ich mal, wenn du geradeaus läufst, macht er zuerst noch eine Runde, oder wenn du zurücklaufen willst, macht er zuerst noch einen Kreis, bevor er dann merkt, ja gut, die Richtung. Und dann ab und zu ist er trotzdem in die völlig andere Richtung gelaufen. Boah. Gut, und bis ich gemerkt habe, dass man auch mit Controller spielen kann, ist auch noch ein bisschen gedauert. Ich hätte es einfach am Anfang schon ausprobieren sollen. Alles angenehmer. Darum. Empfehlung an euch. Spielt's mit Controller. Eben hier oben kann man drauf. Bis hier. Eine Wand. Wenn ihr dann hier rüber geht, dann seht ihr, wie chaotisch das Ganze hier ist. Wenn ihr dann da runterfallt. Okay, wir tun so. Dann seid ihr im Wasser. Wenn ihr hier rausschwimmt, dann, ja. Fällt ihr dann in nirgendwo. Stimmt, in Mario 64 DS gibt es hier einen Garten. Also Gartenlabyrinth. Hier halt nicht. Finde ich auch gut. Ich habe eben das Let's Play von Let's Play Markus angeschaut. Ja. Finde ich super. Ich habe es mir sogar gekauft in eShop für die Wii U. Wir werden dann auch irgendwann mal Let's Playen, DS-Version. Okay, verschwimmen kann ich hier weiter. Bis hier. Hier sollte doch eigentlich eine Wand sein, oder nicht? Okay. Hier kann Mario eigentlich noch nie, konnte er noch nie hin. Eins, was ich nie verstanden habe, man hat ja Wasser abgelassen hier. Ich denke, das ist ein bisschen komisch halt. Ey, hier sind auch wieder so komische Texturen. Schatten und so. Ja, hier auch. Okay, egal. Jedenfalls hat man hier Wasser abgelassen, aber hier oben bleibt das Wasser immer. Also wo ich jetzt gerade bin. Man konnte ja nur bis hierhin eigentlich. Dann hat man hier den ganzen, sag mal, Schlussgraben das Wasser ja abgelassen, aber vorne blieb das Wasser immer. Gut, es war halt einfach eine
Textur, die angezeigt worden ist. Sehr wahrscheinlich. Okay. Ach ja, beim anderen, nicht wundern, ich mache zwei Parts. Eines, das so gut wie keinen Cut hat. Okay, ein paar Cuts hat es schon vielleicht. Aber weil so viele Fails passiert sind, wo einfach nur unmenschlich sind für ein Mario-Spiel, habe ich gedacht, auch wenn es sehr wahrscheinlich etwa 2 Stunden gehen wird, ich lasse es einfach. Also für die, die jetzt sehr viel schauen wollen und einfach Bock haben an so vielen Fails, wo einfach alles falsch läuft, den würde ich empfehlen, schaut dieses Video. Vor allem, das sind Dinge passiert, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Gut, ab und zu habe ich den Fehler gemacht. Schon so. Eine Stampfattacke oder so gemacht und so. Aber da sind so kuriose Dinge passiert. Könnt ihr gar nicht glauben. So. Also, für den, der das gemacht hat, hier vielen, vielen Dank. Ich hätte natürlich schon Freude, wenn das ganze Spiel gemacht werden würde. Am besten sogar so, dass man ins Schloss reinkäme, ohne hier ein Ladeding. Also einfach die Tür öffnen könnte und dann reinkommen könnte. Und dann geht's da weiter. Also ich würde gerne so ein fast Open World, also ohne große Ladezeiten. Und dann springst du einfach in das Bild rein und dann, okay, dann wird's vielleicht geladen. Und wobei, wenn es einfach einen Ausgang hätte, irgendwie, sonst ein Zusammenhang, gut. Zusammenhang bei Mario 64. Super Mario 64. Gibt's halt nicht. Oh, da haben wir gerade ihn hineingeworfen. Ach ja, was wir gar noch nicht genau drauf geachtet haben. Er hat ja hier auch noch Fische eingebaut, das finde ich super. Hä, hey, was zum? Habt ihr das gesehen? Wie hoch kann der bitte sich den Salto? Wir waren ja vorhin sowieso da auf der anderen Seite. Aber eben, hier hast du noch ein paar Fehler halt. Ja, ich hoffe, der sieht auch dieses Video dann. Und vielleicht haben schon andere. Ja, jetzt kommt man oben drauf auch. Okay. Ach, das sind 2D-Bäume. Teil davon. Hä, wieso rutscht man denn hier? Okay, das sind 2D-Bäume. Schön. Boah. Sehe ich schon jetzt, ich werde aus dem Level rausfliegen. Also im Prinzip sind das einfach dieselben Bäume. Er hat hier einfach ein Foto gemacht oder ein Tour-Ding gemacht. Oh. Der hat das aber ziemlich eilig gehabt. Also wenn ihr es ganz genau anschaut, hier sind die Koordinaten noch drauf. Also diese Pfeile da, rot und blau, das sind die Koordinaten. Er hätte das ganze Ding eben drehen können damit. Der hat das einfach im Programm offen gehabt. Komm mal da hinten hin. Als Hintergrund. Wobei. Nee, da ist es nur Hintergrund. Das ist, glaube ich, ein Bild. Wenn ich das richtig sehe, das ist ein Bild. Also ich sag's mal so, das ist eine Kugel, wo er das reingepackt hat. Das ganze Ding und das ist ein Bild, das um diese Kugel herum gepackt ist. Einfach mal einfach auszudrücken, wie er aussieht. Komisch hier. Aber das da das Bild ein bisschen. Ich meine, auf das hätte man doch auch achten können, oder? Gut, weit weg, also. Oh. Dass man hier überhaupt laufen kann.
Bei den meisten Spielen würde man einfach runterfallen, weil, ja. Eben, so ein Spiel würde ich schon gerne haben wollen. Ich sag's mal so, liebe Nintendo-Entwickler oder Nintendo-Leute, ich sag euch eins, wenn ihr Super Mario 64 in HD rausbringt, auf der Switch, sicher noch viel mehr Leute, die die Switch kaufen würden, erstens mal das, und zweitens, dieses Spiel würde sich so gut verkaufen, glaubt ihr euch gar nicht. Könnt ihr gar nicht glauben, wie gut sich das verkaufen wird. Was passiert eigentlich, wenn ich hier runterfalle? Komme ich auch ins Wasser? Jo. Ah, so sieht das Schloss also von hier. Ja, man sieht halt jetzt doch alles durch. Darum sieht es auch lame aus. Ah, jetzt seht ihr, das ist eben eine Kugel. Weil hier unten so aus, als würde ich denn was. Und hier. Ach so, ich bin schon längst. Oh nee. Was passiert, wenn ich jetzt. Ich kann einfach. Ja. Gut, eigentlich war es das schon. Wobei, wir können natürlich noch etwas machen, das habe ich vergessen. Und zwar wähle ich mal zum Wasserfall. Von oben natürlich, nicht unten, ja. Wir machen mal das, was wir in Super Mario 64 immer wollten. Wir gehen auf den Wasserfall. Also, ich wollte das jedenfalls immer. Habe immer versucht, dahin zu springen, irgendwie hochzukommen. Ja, da muss doch ein Stern sein, irgendwie. Es gab ja ein Level, wo man aus dem Wasserfall raus, wenn man was falsch gemacht hat, ja wieder schwimmen kann. Also, das Schwimmen ist hier schon interessant gestaltet. Komisch, gerade geflogen. Also hier hast du ein bisschen was versaut mit dem Boden, aber sonst alles okay. Auch hier. Also auf sowas für dich. Auf sowas gebe ich persönlich. Oh, gibt es irgendeine Wand? Höre. Sowas gebe ich ihm ziemlich acht. Aber egal. Er hat es ja versucht und wir haben so ein Ergebnis gehalten. Oh nice. Wenn man jetzt noch wegzoomen könnte, wenn es jetzt noch lag, gäbe, wenn man ihn fliegen könnte, würde ich hier so ein Foto. Aber man kann ja auch runterkommen. Ha! Ja, das hätten wir in Mario 64. Von Mario 64. Gerne gewollt. Juhu! Also, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hier können wir leider nicht durch. Das gehen. Ich danke fürs Zusehen. Macht's gut und ja, das Video ist halt ein bisschen länger geworden, aber ist auch egal. Wir haben ja hier irgendwelche. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr auch ein Super Mario 64 in HD haben würdet. Würdet ihr das kaufen, wenn es für die Switch käme? Würdet ihr die Switch kaufen wegen dem? Ich würde vielleicht die Switch wegen dem kaufen. Okay. Brauche ich denn noch andere Spiele wie. Also. Mario and Kingdoms Rabbit Battle? Doch, genau. Das würde ich mir kaufen für die Switch. Wenn ich eine Switch haben wollte. Mario Odyssey, okay, ja. Hab mir eigentlich, ehrlich gesagt, viel zu viele Sterne dort. Vor allem unsinnige Sterne. Dinge, die nicht unbedingt braucht. Von dem her, andere Spiele kämen mir nicht in den Breath of the Wild, ist mir viel zu groß und ist nicht daher die Art von Zelda, was ich mir jemals gewünscht hätte.
Sondern eher so ein Zelda, wo ich sagen muss, ja toll. Einfach eine riesen Open World, viele Gegner und ja, kleine Dungeon. Und nicht wirklich so ein... Ich habe gerne ein lineares Zelda. Also relativ linear. Meine, ging da ja auch eine Open World, The Wind Waker, aber das haben manche nicht gemocht wegen der Grafik. So, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Also schreibt fleißig in die Kommentare. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder, hoffentlich. Und falls ihr mich abonnieren möchtet, tut's gerne. Ihr könnt auch andere Let's Play auf meinem Kanal sehen. Und wenn ihr Super Mario 64 sehen möchtet, dann schreibt es auch in die Kommentare. Also, naja, das Original Nintendo 64. Gut, ich will es auf dem Emulator halt. Ist leider nicht, weil ich keine Nintendo 64 mehr habe. Oder ich würde die DS-Version halt zuerst Let's Playen. Die ist leider ein bisschen der Grafik niedrig. Aber, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Okay, ich mach da noch. Ich geh da noch da nach hinten. Und macht's gut. Tschüss.